Derzeit wird ja viel über die große Politik geredet, über die Ampel, was macht sie nicht. Und es gibt aber auch Dinge im kommunalen Bereich, über die man sprechen sollte. Und ein so ein Thema ist Candido Mahosch. Er ist ja ein langjähriger Freitaler. Er ist in Verbindung natürlich zu bringen mit der CDU, viele Jahre CDU-Mitglied und auch sogar für den Landtagswahlkampf 2024 im September aufgestellt für den Wahlkreis 48. Sie sollten in den Landtag einziehen. Das hat aber nicht ganz funktioniert. Und das ist eine Sache, über die wir kurz reden wollen. Warum? Ja, also ich denke schon, dass die Politik muss wie im Sport sein. Dass wenn du kein Vertrauen hast und niemand die dich vertraut, beziehungsweise die dich unterstützen. Und das kann nicht funktionieren. Sehen Sie, ich bin schon bei Feldschlösschen 42 Jahre, habe ich gearbeitet als Brauermeister. Und ich bin bei FC Freital, damals Heinsberg SV. Und da habe ich ein großes Vertrauen von Herrn Schneider, unser Präsident, Daniel Wirth, unsere Fußballabteilung. Und ein großer Respekt, den ich von den Eltern bekommen habe. Und wenn diese Sache nicht hast, das kann das nicht funktionieren. Aber Candido, eine Partei ist ja wieder eine andere Sache. Ne? Man stellt sich ja auf in der Hoffnung, dass man was erreichen kann. Hat man sie einfach fallen lassen? So wollte ich formulieren, weil ansonsten hätte ich das geschafft, weil ich war der einzige Kandidat gewesen. So, und das war so gut. Ich habe die Möglichkeit gehabt, im Landtag gewesen als Praktikant. Ich habe viele mit den Leuten dort kennengelernt und war im Wilsdruf, habe ich mich vorgestellt. Also ich war schon vorbereitet. So, und dann an dem Tag dann, es hat nicht funktioniert. Und das kann ich jetzt so verstehen, da haben Sie auch für sich entschieden, das Vertrauen ist nicht mehr da. Die vertrauen mir nicht, also kann ich denen vielleicht auch nicht vertrauen. Fangen wir was Neues an. Kann man das so ganz einfach runterbrechen? Ich möchte gerne keine schmutzige Wäsche waschen. Ja, ja. So, und wenn ich schmutzige Wäsche wasche, und dann verstehen Sie, was ich meine. Mhm. Mit meinem Deutsch, mit meinem Aussehen habe ich die Brauerei geleitet. Mein Aussehen, mein Deutsch, ich trainiere die Kinder und damit gewinnen wir ohne Fußball. Und insofern habe ich gesagt, gut, okay, ohne mich vielleicht gewinnt ihr. Und jetzt habe ich jetzt neu angefangen. Aber ich wollte gerade sagen, es ist ja gut, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Die konservative Mitte in Freital hat gesagt, den Candido Mahosch, den könnten wir eigentlich gebrauchen. Und Sie haben auch, glaube ich, gar nicht lange gezögert und gesagt, dort könnte ich auch Schnittpunkte mit meinem politischen Wirken finden. Ah, wissen Sie, ich kenne Herrn Uwe Rumberg. Damals, ich war im Stadtrat und da kam er. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Er war zu mir sehr freundlich, sehr höflich. Und dann bin ich zu Hause, habe ich mit meinen Frauen unterhalten. Und da sagte meine Frau zu mir, da ist Geschäftsführer von WGF. Mhm. Und ich kenne Herrn Vizereiter Peter, damals in der CDU-Zeit. Und wenn Sie sich zurückerinnern, 2014, 15, die CDU, die hat hier in Freital eine echte Probleme gehabt. Ja. Und wir zwei haben wir gemeistert, haben mir zu den Leuten gegangen, haben mir die Leute erklärt, warum so ist. Und insofern, also das habe ich auch schon vorher gewusst, wie das ist. Und in der Zwischenzeit ist eine Freundschaft zwischen der Uwe Rumberg und der Bitzrennreiter eine Freundschaft entstehen. Mhm. Und der Uwe Jonas, unsere Fraktionsvorsitzender jetzt, ihr Mutti oder seine Mutti hatte mit mir gearbeitet in der Brauerei. Ich habe gar nicht gewusst, dass er sie einen Sohn hat. Und insofern denke ich doch, dass für Freital ist ein gutes Team. Also kommen Sie quasi in die konservative Mitte, Familie? Ja, ja. Okay, wir reden jetzt nochmal, Sie gehen gerade ein bisschen aus dem Bild raus, können wir uns noch ein bisschen eindrehen. Ja. Kommen Sie ran, hier zu mir. Ja. Was natürlich auch wichtig ist, die Ziele. Was man mit der CDU nicht erreichen kann, kann man vielleicht mit der konservativen Mitte erreichen. Haben Sie so ein Ziel, wo Sie sagen, das will ich für Freital unbedingt noch erreichen? Ja, also Nummer eins ist schon, das Ziel ist bekannt. Der Kunstrasen in Pestewitz, der muss kommen, weil die haben sie mehr Nachwuchs bekommen. Und ich würde ich im Stadtrat, im Landkreis durchsetzen, dass der Kunstrasen in Pestewitz kommen. Nummer eins. Und Nummer zwei, es ist auch ein Thema, das bekannt ist von vielen Jahren in der CDU-Zeit, dass wir die Mehrzweckhalle in Freital muss kommen. Weil ich habe eine Vorstellung, dass Freital muss eine Sportstadt heißen. Und dadurch, das brauchen wir, diese Sache, die ich gesagt habe. Und die nächste,
wir werden nochmal mit Herrn Rumberg, mit dem Herrn Fitzreiter, die Umgehungsstraßen, wir werden mit der Reichsbahn nochmal in Verbindung setzen, ob das die Möglichkeit gibt, dass die Umgehungsstraßen vor den Autos oder vor dem Fahrrad und das wir durchsetzen. Und drittens, die Dresdenstraßen muss mir eine Ecke oder eine Umkreuzung, wo wir einen Kreisverkehr bauen will, damit wir diese Stau nach Däuben abbauen können. Liebe Zuschauer, Sie merken, Candide Marroch ist nicht politikmüde, ne? Er blüht nochmal richtig auf jetzt in der konservativen Mitte. Ich wünsche ganz viel Erfolg für die nächsten Tage, Wochen, Jahre in dieser neuen, in dem neuen Bündnis und auch persönlich und gesundheitlich alles Gute. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, wenn wir schon mal über die konservative Mitte sprechen, dann wollen wir natürlich auch mit dem Vorsitzenden kurz reden. Wir sind natürlich in einem Wahljahr 2024, Landtagswahl und auch die Kommunalwahl. Herr Fitzenreiter, gibt es Minimalziele, die die konservative Mitte schon herausgegeben hat? Naja, das Minimalziel ist natürlich, dass wir wieder stärkste Kraft im Stadtrat in Freital sind. Im Moment sind wir sozusagen eine Gruppe von Stadträten, die zu uns gekommen sind, weil sie die Art, auf der wir mit der wir Politik machen, einfach gut finden. Und jetzt können wir sozusagen unsere Mehrheit oder unsere Anzahl an Stadträten natürlich bestätigen. Und da ist natürlich 9 Stadträte plus X das erklärte Ziel, logisch. Ja, das ist natürlich, eigentlich ist das verrückt, wenn man die einst stolze CDU-Fraktion sieht, die ja dort die Mehrheit hatte. Jetzt sind es noch 4. Die AfD ist die zweitstärkste Kraft nach der konservativen Mitte. Also hier kann doch politisch doch einiges sich bewegen. Genau, also das werden ja dann immer die Würfel neu geworfen und ich denke, wir haben schon jetzt ein gutes Team im Stadtrat, aber auch im Verein und man merkt an dem Zuspruch, den wir spüren, dass sich hier also auch viele engagieren, die vielleicht auch politikmüde gewesen sind und die jetzt einfach sagen, ich krempel die Ärmel hoch, denn wie heißt es so schön, wenn du die Veränderung willst, dann sei die Veränderung und in dem Motto packen gerade ziemlich viele mit an und wir freuen uns über die neuen Impulse, die wir setzen können. Wäre meine letzte Frage gewesen, wenn man sagt konservative Mitte, das wäre auch was für mich. Da könnte ich dabei sein, da könnte ich mich einbringen. Wie einfach oder wie schwer ist das? Ja, das ist natürlich gar nicht schwer. Wir haben ja auch immer öffentliche Veranstaltungen. Wir hatten zum Beispiel den Peter Hane letztes Jahr da und wir planen auch schon für dieses Jahr mehrere große Veranstaltungen. Und einfach auf die Internetseite schauen, diekonservativemitte.de mit einem Bindestrich dazwischen. Ja. Sie blenden es bestimmt sogar mit ein als Service. Und dann einfach nachlesen, wofür die konservative Mitte steht. Und wenn man sich damit identifizieren kann, einfach eine Mail schreiben, anrufen und schon sehen wir uns persönlich, lernen uns kennen und schauen, ob wir zueinander passen. Und wenn es alles passt, dann kann man nicht nur Mitglied sein, sondern am Ende auch bei den bevorstehenden Wahlen noch mitwirken. Und wenn es richtig gut läuft, die Wahlkandidaten Mahosch in der Familie aufgenommen werden. Genau so ist es. Also wir sind ja wirklich eine starke Gemeinschaft. Ja. Einer legt für den anderen die Hand auch ins Feuer und wir kämpfen auch gemeinsam und ziehen an einem Strang. Und das ist, muss man mal so sagen, nicht überall in der Politik so. Und wir versuchen es mit einem anderen und neuen Politikstil. Das Ergebnis werden wir im Juni sehen und ich sage Ihnen erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen auch.